Sehr Deine schön. Queen noch nicht zünden, noch nicht zünden. Erst kurz vor Ganz am Schluss. Ende. Weiß ich, weiß ich, weiß Okay, ich. okay. Es könnten Zweier werden, ne? Ja, das wären locker zwei. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht gerade noch 25 Hallo. Sekunden. Dann beginnt der Clankrieg und mit dabei ist der Fleonio und der Hallöchen. Servus Leute. Okay, mal schauen, noch 10 Sekunden. Euren oder unseren Gegner habt ihr ja schon gesehen. Okay, Möse postet direkt HG. Vielleicht meint er, dass er gay ist, aber wir wissen es nicht. Okay, und, dann. Und los. Und ich für einen Dreck zusammenschreibe, okay. Alter. Kampftag, mal sehen. Leon, hast du jetzt deine Base umgebaut? Nein. Naja. Moment, 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 mach mich hier nicht. Ist das jetzt, wäre das jetzt dein Ernst, Alter? Warte, ich glaube, ich habe die aktiviert. Moment. Ich glaube. Ja, ich habe meine neue Base drin. Okay. Will jemand von euch anfangen? Ich habe jetzt angefangen, meine Truppen auszubilden, ja? Du komm, bist Flo, auch schlau. Komm, Flo, fang du an. Komm, hau einen raus. Nee, ich würde noch gern warten kurz und gucken, was andere so angreifen. Ja, ich will auch noch warten. Mama, ich liebe sein. Dich. Was zur Hölle? Wetten, Baumi fängt wieder, also Puki fängt wieder an. Er macht immer den Anfang. Ja, bestimmt. Also, ja, dann fang an. Zauber hab ich. Ich guck mal ganz kurz, ob der Gegner seine Base geändert hat. Und dann würde ich mal sagen, okay, Leute, guckt euch das Ganze mal eben kurz mit mir an. Ich will die Nummer 9 angreifen, also mein Gegenüber. Ich hoffe jetzt mal, nee, er hat immer noch die gleiche Base. Ich will jetzt jeweils von hier, hier und hier einen Golem sitzen und dann mal probieren, mit ein paar Magiern da außen alles zu clearen und dann halt Mauerbrecher hier, um die Mauer aufzusprengen und dann probiere ich hier auf über den Queen-Altar einen Jump zu setzen und dann probieren, hier in die Mitte reinzukommen. Ich hoffe mal, das Ganze funktioniert. Okay. Hau rein, viel Glück. Okay. Aber der Clashy, der macht das. Na ja, easy. Ready. Und los. Okay. Da geht's los, der erste Fight. Okay. Zack, ganz ruhig. Zack. Okay, wir haben Delay drin. Okay. Fokus. Bin gespannt, was in der Glamburg drin ist. Ich wette, irgend so eine Kacke, Alter. Psst, keine Kraftausdrücke. Psst. Ich weiß nicht. Okay. Ich würde sagen, Packers hau ich jetzt rein. Sieht Jump, ganz gut aus. Jump hier rüber. Ja, der Jump, der Jump sitzt gut. Der erste Golem hat vielleicht... Okay, was haben die drin, was haben die drin? Bestimmt eine Hexe, ich glaube. Am Schluss eine Hexe, am Schluss eine Hexe. Ich blitze jetzt. Die Hexe musst du erwischen, ne? Hat er. Hat er. Ordentlich, ordentlich. Aller easy, nice. Jetzt kommt's auf die Queen an. Jetzt. King zündig. Ist am Rathaus. Ich habe auch noch ein paar Cleanup-Truppen. Okay, Rathaus ist down. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ich setze jetzt hier nochmal einen Wut rüber. Die Clean-Up? Ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich setze hier schon mal einen Lakai. Sehr Deine schön. Deine Queen noch nicht zünden, noch nicht zünden. Erst kurz Ganz vor Schluss. Ne, ne, weiß ich, weiß ich, weiß okay. ich. Okay, okay. Es könnten Zweier werden, ne? Ja, das wären locker zwei. Ja, die Golems tanken ja noch den Expo. Sehr schön. Jawohl. Unten dann schon mal hinsetzen. Okay, ich zünde sie jetzt. Du hast noch 6 Magier, Alter. Das wären ja, locker 50. Spar dir die Truppen, Alter. Du kannst gleich aufhören. Nice. Nice, ich spare jetzt einfach. Huh, wunderbar. 50% läuft doch. Fängt besser sehr schöner an wie Fight auf jeden Fall, sehr schön. Mal. Okay, gutes erstes Mal. Richtig gut gemacht. Ein Fight, gut abgeschlossen. Okay, wer jetzt jemand von euch? Dann legen wir jetzt mal los. Hau rein. Live ansehen. Okay, Flo, hau einen raus. Oh, jetzt greift gerade schon jemand anderes an. Unnötig. Echt? Ja. Wer denn? Meine Mauerbrecher sind gerade... Nein, oh Gott. Leck mich am Arsch, da war nochmal eine Riesenbombe. Boah, verdammte Scheiße. Nein, du hast keine mehr. Verdammt. Okay, doch, ganz in der Clanburg. Verteil die Magier jetzt sehr gut, damit du wenigstens auf 50% kommst. Komm, Flo, du machst das. Das wird schon, ich hoffe, das wird. Das okay, muss einfach nice. Werden. Die Magier haben das gut aufgebrochen. Die Maurecher haben das jetzt gerade gut aufgebrochen. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass sie sich jetzt in die Mitte orientieren, die Truppen. Wir haben zwei Hexen. Okay, pass auf die Klamuk. Warte, da ist noch eine Hexe drin. Warte. Ah, mein Freeze geht gerade so.
War gut. War gut. Die Golems gehen jetzt bitte rein. Jawohl, die Golems gehen rein. Der Frost war viel zu früh. Nee, der war perfekt. Das sind die Golems nämlich am tanken. Der war gut. Der war genau richtig. Naja, nice, Queen. Die Magier waren hinten dran noch, oder? Wenn ich mich nicht irre. Das könnten auch zwei werden. King geht auch wieder rein, das werden locker zwei. Nice. Deine Helden rasieren einfach so extrem wieder. Also, du hast so einen Auftakt jetzt. Ich werde meine Helden jetzt so leveln. Mir ist das Dorf, glaube ich, egal. Ich will einfach nur noch Helden machen. Helden. Krass. Nice. Jawohl, nice. Richtig echt, schöner Angriff, echt, Flo. Echt Respekt. Gemacht, So muss okay, es doch sein. Jetzt an, Lichtle unten an, greift Lichtle an. Wir können leider nicht reingucken. Nicht mehr zugucken. Schade. Oh, oh nein. Oh, schade. 47%. Ich will die Wiederholung an. Komm, stoppen wir bei 2 Minuten 10. Okay. 2 Minuten 10, warte, ja. Okay, haben alle 2 Minuten 10? Warte, jo. Noch nicht. Jetzt. 3, 2, 1 und los. Okay, alles klar. Go Wipe und ein paar Hawk Rider zum Rauslocken und 2 Kobolde. Es war ja sehr, sehr knapp. Schaut mal in die Ecken, da sind überall tote Gebäude noch. Ich glaube, die Hexe, doch, die Hexe ist draus. Ich dachte gerade, die Hexe wäre noch drin gewesen. Ich glaube, das wäre sein. Das wäre blöd gewesen. Nee, die ist aber auch mit rausgekommen. Die ist auch mit raus. Eine sehr komische Ratus 9. Wisst ihr, was ich glaube? Also ich glaube jetzt mal, ich würde vermuten, die Zeit ist weggelaufen. Er hat jetzt ganz nur noch eine Minute. Ganz ehrlich, ich hätte diese Base einfach mit Hawk Ridern gemacht. Nee, das ist eine Anti-Hawk-Base. Guck mal, außen die ganzen, da können überall zwei Bomben liegen. Das lag nicht an der Zeit, definitiv meinst nicht. Meinst du? Ja, er hat ja nicht 3 Minuten gebraucht, als die Wiederholung angefangen hat. Aber guck mal, die Hexe steht immer noch ziemlich weiter innen. Ja. Nee, die Clanbrook kam viel Clanbrook. Zu spät. Na, jetzt setzt er da oben noch auf die Hexe. Ich glaube, er... Das kann man noch ausbessern. Ja, ich glaube, er hat es wieder am PC gemacht. Aber das ist ja nicht er hätte einfach sich... Hier sieht man ganz kurz, Leute, an dem Angriff sieht man sehr gut, dass man sich unbedingt Aufräumtruppen Aufräumtruppen dabei haben sollte. Für die Ecken zum Beispiel hätte man sich überall noch diese 3% mitnehmen können. Das war sehr, sehr schade. Weil in den Ecken stehen halt noch so die Dings. Okay, die Riesenbombe hat komplett alle Magier mitgenommen. Krass heftig. Gerade hat jetzt der... Und auch noch seine Packers und seinen King laufen außen rum und laufen jetzt sogar wieder raus. Das ist stell dir noch um, dass wir geschlossen sind. Der beste Town 09er der Welt hat gerade angefragt. Echt? Ja. 4.500 irgendwas, aber ich kenne jemanden, der war mit Rathaus 8 bei 4.400. Ah, schade. Aber die Frage ja, das ist war echt schade, dass es so gelaufen ist bei dem Fight. Die Queen, wenn die jetzt noch ihre Ability gehabt hätte, hätte sie vielleicht noch das Rathaus bekommen. Er hat sie zu früh gezündet. Knapp. Schade. Johnny, schade. Haben die Skelettfallen, das ist doof. Aber trotzdem bisher ganz geil, würde ich doch sagen. Ich würde sagen, der Auftakt war, die ersten 2 Fights waren ganz gut, auch wenn das jetzt von uns beiden die Fights waren. Haben wir gut hinbekommen trotzdem. Können wir uns ruhig auch mal Eigenlob gönnen. Okay, mal schauen, ob noch mal jemand angreift. Glaube gerade nicht. Vielleicht greift er noch der Pupi an mit seinem Hauptaccount. Der greift er, wie gesagt, auch oft am Anfang an. Ansonsten würde ich sagen, wir setzen mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich, falls noch mal jemand angreift. Genau. Bis gleich. Oder greift jemand an. Baumi. Okay, warte, beginnen wir die Aufnahme. Okay, Baumi ist 3, live. 2, 1 und jetzt auch live bei mir. Okay, Pookie greift jetzt gerade an. Der Baumi. Hey, wir haben doch gesagt, wir nehmen unsere Gegenüber. Pookie ist 5 und er ist Nummer 6. Ah, egal. Der sprengt schon wieder die Regeln. Seht ihr, Leute, so sind die YouTuber heutzutage. Die halten sich nicht mehr an Regeln. Nee, Flo, es liegt nicht daran. Es ist der Öko. Er tanzt doch überall aus der Reihe. Unglaublich. Warum hat er keinen Jump mit? Das wundert mich jetzt gerade. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Nee, er will da nur die... er will auf die 3 gehen, oder wie jetzt? Nee, glaube ich nicht. Natürlich geht er auf die 3. Das ist eine Hybrid-Taktik. Aber die Hybrid-Taktik, da musst du die Clanburg zerstören, du musst den einen Inferno zerstören und eine Luftabwehr. Und die Queen am besten auch noch. Weil die Queen haut aber die das, da... Aber das wird doch so nix. Ja, ich denke, der versucht jetzt... Der kriegt nur maximal noch 50%. Und jetzt kommt die Clanburg. Guck mal, jetzt kommt die Clanburg. Jetzt hat er voll verschissen. Er hat ja einen Blitz dabei. Ja, aber die sind Magier drin, die halten das locker durch. Ja.
Und die Hexe erwischt und die er auch, Hexe nicht. Hat er auch nicht. Ja, die Hexe macht gegen Loons nix. Ja, wieso? Der Freeze kam einen Ticken zu früh. Ja, der hätte jetzt kommen sollen. Er hat aber noch einen Freeze, er hat noch einen Freeze. Dann muss er den jetzt aber auch... Ja, okay, okay, okay. Der hätte den X-Bogen noch mitfreezen müssen. Ja. 50%. Warte, wenn jetzt die Ballons den... Ja, X-Bogen die Queen down. Macht jetzt gerade noch... Vielleicht, ist... vielleicht durch den Drop geht das Rathaus mit down. Wissen wir nicht. Nee, nicht, oh, nee. Knapp, nicht knapp. Ganz. Das war aber knapp, war aber knapp. Hinten hat er noch mal Loons. Die Loons hätte er früher setzen sollen. Ah, ja, stimmt. Und hätten sie den X-Bogen mitgenommen, hätten es 2 werden können. Ja. Wenn er den jetzt an... Wenn er die anders gesetzt hätte. Schade. Aber es ist ein guter Versuch. Obwohl, gewesen. Die könnten jetzt den Minenwerfer mitnehmen und danach direkt den, ja, ich weiß den nicht. X-Bogen. Wenn es sind schaffen. Nur noch 3 Stück. Ne, jetzt sind es noch 3. Doch, könnte sein, könnte hinhauen. Könnte hinhauen. Mm-mm. Oder? Nee. Super schade. Aber Respekt, dass er sich sowas traut, mal auszuprobieren. Ja, ich hab's ja im letzten hab ich's auch probiert, aber ich habe übel gefailt. Aber wer weiß, er hat es. Ja, ich glaube nicht. Aber die Base war schon eigentlich gut für die Taktik, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Die Luftabwehr war ja relativ weit außen. Nein. Gut überlegt, kann man sagen. Wenn er jetzt ganz viel Glück hat, könnte es noch was werden. Ich glaube eher nicht dran, weil die Queen ist auch noch da. Und X. Das heißt, der Bogenschützenkönig wollte ich sagen. Warum zündet er den King jetzt schon? Das verstehe ja, wegen der Mauer, das war aber ein bisschen blöd. Wegen der Zeit. Ah ja, okay. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ich hoffe für ihn, dass nicht die Lakaien anvisiert werden. Ja, aber die Clanburg hat zu viel Leben. Ah, oh, und der. Ja. Guck mal, der Kleine geht aufs Rathaus, aber der macht zu wenig Schaden. Ja. Oh, Riesenbombe. Jetzt super kassierte. Schade, super schade. Wenn er jetzt schade. Gezündet hätte... Ah, ja, schade. Blöd. Hätte der King jetzt noch ein bisschen aufgehalten, hätte knapp, der Kleine... Knappes Ding. ...das vielleicht noch bekommen, aber... Aber man kann es ja noch ausmerzen, ist ja... War nur der erste Angriff. Oh, wir wurden auch angegriffen. Wer wurde angegriffen? Dark wurde angegriffen. Einen Stern haben wir kassiert. Ein Stern. Läuft. Schauen wir doch mal rein, wo stoppen wir? Und ich dachte, das wären die Überpros. 2 Minuten 10, gleich direkt. Oh, sorry, ich bin jetzt ein bisschen vorgegangen. Warte, ich geh noch mal kurz rein. 2 Minuten 10. Okay, gut. 3, 2, 1. Ja, ganz kurz, wenn ich mal kurz am Anfang kommentieren darf. Wir sehen hier eine ganz typische Rathaus 9 Base, die gerne verwendet wird. Wir haben recht viele Gebäude außenrum. Man soll eigentlich gelockt werden, von unten reinzugehen. Ja, ich würde eigentlich am besten ist, wenn man da von oben drüber fliegt oder von einer Seite drüber fliegt, damit man zur Stirnseite der Base. X-Bogen reingehen kann und so da ist eigentlich immer eine recht gute Wahrscheinlichkeit oder eine prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man da viel reißen kann. Der Gegner macht's eigentlich von der Seite rein, hat jetzt aber ein paar Probleme, würde ich mal behaupten, dadurch die ganzen Skelette. Genau, und durch die Mauern zu kommen. Warum hat er keinen so Jump durchdacht. Mitgenommen? Nicht so das, durchdacht. Nee, der hat keinen Jump mitgenommen, das ist nicht so schlau. Deine Packers, jetzt verteilen die sich Tesla, die jetzt Tesla rasiert unten. Jetzt halt die Packers. Mhm. Und vor allem die Packers gehen jetzt nach unten, weil da unten ja ganz viele kleine Gebäude sind, die alles ein One-Hit sind für diese Packers. Also in dem Fall hat die Base hier von Dark Hunter, also wirklich Dark Hunter, genau den Sinn erfüllt. Mhm, das stimmt. Ein sehr schöner Angriff, also eine sehr schöne Verteidigung so rum. Und die Queen kann da eigentlich auch nichts mehr reißen. Nee, natürlich. Gar nicht mehr. Vor allem viel zu früh gezündet, die Queen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, viel zu früh. Die hätte jetzt da noch irgendwas reißen können. Und der Heilzauber, ich sage jetzt da auch mal nichts. Weil die geht jetzt an der Tesla drauf und das war jetzt ein Fehler. Ah, nicht mal, aber jetzt geht's auf die Mauer. Wenn sie nach links gelaufen wäre, dann hätte sie das Rathaus erwischt. Ganz kurz, wenn sie jetzt auf die Mauer gegangen wäre. Also hätte die Queen nicht gezündet und sie durchschlägt jetzt noch die Mauer und kommt dann auf das Rathaus. Der hat locker das Rathaus bekommen. Locker. Vor allem, weil der Golem ja noch tankt. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Das war der Fehler. Nee, der wurde der hätte sie locker zünden können. Weil jetzt tankt, gut, der Golem hat nicht mehr lang getankt, aber trotzdem hätte er es schaffen können. Definitiv. Queen also, nicht Leute. Zu früh zünden, Leute. Ganz kurz. Das ist nochmal so ein Beispiel. Genau, Barbarenkönig, dann... Herr Lichtli greift schon wieder an. Ja? Der gönnt sich. Der Hä? 36%. Alter, 36%. Ich wollte gerade so gucken und dann schon... Ich auch. Warum greift... Ach so, das ist die Nummer über ihm.
Ich wollte gerade sagen, warum greift dann Rathaus 10 an, aber der hat der wieder verkackt. Ja. Licht haut rein. Ich stoppe. So wie ich letztes Minute. Mal. Okay, warte, ich bin. Ja, ich habe ihn schon lange laufen, ich beende auch gleich das Video, sonst wird es viel zu lang. Ja, ich auch, ich spur auch mal kurz ein bisschen vor. Ja, okay, er hat echt mächtig verkackt. Aber Leute, passiert, man kann nicht alles richtig machen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall danke Clash Games und danke COC Viewer fürs dabei sein. Ja, fürs Mitreden hier bei Live Clan War Angriffe. Ja, du darfst jetzt auch noch beenden. Ja, natürlich auch von meiner Seite, hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Schaut auf jeden Fall mal bei den anderen beiden vorbei, wenn ihr genau. sie noch nicht kennt. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao.